Ganz so verlassen wie dieser Parkplatz hier im Hintergrund ist der Markt aktuell nicht. Aber natürlich, so ein Feiertag, der ist erstmal eine Unterbrechung in der Bewegung. Da sehen wir aktuell, dass die Indizes naja nicht so richtig den Vortrieb haben. Alles ist so ein bisschen auf Warteschleife, alles wartet mal so ein bisschen ab. Na, was passiert denn da? Kommt dann noch was? Dass hier so wenig los ist, das liegt einfach daran, Sie sehen es selber, es ist finstere Nacht, es ist spät und im Hintergrund, da ist eine Schule. Ich weiß nicht, man wird es kaum erkennen können jetzt hier. Ganz so relevant ist das auch nicht, aber ich habe gerade gesagt, als ich hier vorbei bin, Mensch, das passt doch zur aktuellen Situation. Also warten auf Godot ist falsch. Wir warten darauf, dass der Markt wieder loslegt. Was wir schon gefunden haben, eine sehr, sehr schöne Situation. Heute mal auf einer Aktie. Ich weiß, viele sagen, ah, was wollen wir denn eine Aktie? Warum nehmen wir nicht einen Index? Ich finde, ist immer wieder schön, auch mal was anderes mit beizumischen. Denn wenn da die Situation besonders lukrativ erscheint, naja, dann sollte man da doch zuschlagen. Und das Schöne ist, man kann es doch. Wir als Trader sind doch in der Lage, das durchaus auch mal intraday zu tun. Also, wenn Sie beim DAX noch nichts sehen, genauso wie wir jetzt im Moment so ein bisschen in der Warteschleife dort noch sind, mal gucken, was der Markt macht. Die Amerikaner, die müssen sich jetzt noch outen nach dem Feiertag gestern, wie sie jetzt heute weitermachen wollen. Wir haben es ja gestern schon gehört von Shimizu-san. Diese Woche kann noch spannend werden, aber das geht halt jetzt erst so richtig los. Deshalb wollen wir mal gucken, was da noch machbar ist. Für mich heute interessant. Auf jeden Fall ist Gold, denn das ist auf Stundenbasis schön nach oben gekommen. Also wir haben ja eine sehr lange Abwärtsbewegung da gehabt, die sehr, sehr weit und deutlich nach unten gekommen ist. Und jetzt von diesem Tiefpunkt aus sind wir sehr zügig nach oben und anschließend wackelig nach unten. Also jetzt nicht wundern die letzte Stunde, sondern gucken Sie im Stundenchart sich so mal die letzten, was weiß ich, 20, 40, 50 Kerzen mal zurück an. Dann haben Sie den Eindruck, wovon ich rede. Also Zug nach oben, das ist immer ein Eyecatcher für meinen Geschmack. Und jetzt im Moment wackelig nach unten und das letzte Zwischenhoch wäre der Klassiker für den Einstieg. Also für all diejenigen, die zusätzlich zu unserem Trade des Tages, den wir Ihnen natürlich wieder mit unseren ganz konkreten Einstiegsmarken präsentieren, noch was angucken will. Wie gesagt, Gold auf jeden Fall ein Hingucker. Damit soll es für heute das auch gewesen sein. Morgen machen wir natürlich weiter. Morgen, letzter Tag der Woche. Wollen wir nochmal gucken, was es da dann gibt. Bis dahin haben sich die Amis hoffentlich auch ein bisschen entschieden und damit auch dann den deutschen Markt ein bisschen dann nochmal beflügelt. In diesem Sinne für heute erstmal alles Gute. Wir sehen uns morgen. Und naja, hier passiert wohl auch nicht mehr so richtig viel.